Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Ich begrüße euch alle zu meiner legendären Fernsehsendung Rainer Zipfels Talkrunde. Heute zu Gast ist der SPD-Politiker, Stadtrat von Ludwigshafen am Rhein und Ortsvorsteher von Oppau. Heute mein Gast ist der Udo Scheuermann. Hallo Udo. Hallo Rainer, guten Tag. Freut mich, dass du zu mir gekommen bist. Ja, ich bin gerne hierher gekommen, weil es auch interessante Sachen sind, dass man sich auch ein bisschen austauschen kann. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute da sein kann. Ja, du hast doch bestimmt schon die vorherigen Talkrunden verfolgt. Und da ist es mir immer so, ich laute mit meinen Gästen wie eine Schnabel gewachsen ist. Ne? Und da wird nichts vorbereitet. Ja. Wir gehen unter die Gürtellinie, wir reden einfach das, was wir denken und was unsere ehrliche Meinung ist. Und da habe ich erstmal einen kleinen einleitenden Kommentar loszuwerden, liebe Fernsehzuschauer. Meine Redaktion ist vor kurzem dieser Flyer ins Haus geflattert. Und darauf ist der Peter Übel zu sehen mit seinem Programm. Liebe Fernsehzuschauer, hält uns eigentlich die CDU für dumm? Diese Punkte, die hier draufstehen, sind Punkte, die 16 Jahre lang nicht umgesetzt worden sind. Und jetzt, weil Wahl ist, werden uns diese Punkte als neue Programmpunkte verkauft. Also das finde ich ist schon eine interessante Sache. Nichts gegen den Peter Übel. Aber so kann man nicht Politik machen, weil die Leute wollen ja keine Schlagworte der Probleme. Nein, die Leute wollen Lösungen. Und unsere Pfälzer Kandidatin für den OB-Posten, Jutta Steinock, macht gerade das Gegenteil. Sie geht in die Stadtteile und spricht mit den Leuten über die Sorgen der Bürger. Udo, du kannst es bestätigen. Das kann ich nur bestätigen. Ich kenne ja die Jutta Steinrück schon seit vielen, vielen Jahren als Mitglied damals im Stadtrat, kennt sie als Landtagsabgeordnete, als Europaabgeordnete. Wir sind auch eng zusammen in vielen Punkten. Ich bin auch Vorsitzende vom VDK in Oppau und da nehmen wir auch immer die Möglichkeit wahr, mal das Europaparlament zu besuchen, in Brüssel oder in Straßburg. Dann sind wir immer gut von der Jutta versorgt dort, was die Informationen betrifft. Und insofern sind wir auch politisch hier, weil wenn die Jutta irgendein Problem hat, wo sie mal Auskunft haben möchte, und da ruft sie mich an und dann tausche ich sie aus. Also sehr gut und ich freue mich auch, dass die Jutta Steinrück hier in Ludwigshafen als Oberbürgermeisterkandidatin antritt. Ich denke, das ist die richtige Frau für Ludwigshafen. Als das Jahr 2017 begonnen hat, Udo, hatte ich drei Wünsche. Der erste Wunsch ist schon in Erfüllung gegangen. Mein Traditionsverein, der SV Maudach, ist Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch an euch alle, nochmal vom Fernsehen her aus. Der zweite Wunsch ist, dass die Jutta am 24. September die neue Oberbürgermeisterin wird und am gleichen Tag der Martin Schulz, unser neuer Bundeskanzler. Ich denke, dafür müssen wir als SPD alles dafür tun, dass es umgesetzt wird. Den Bürgern nicht nur Schlagworte mitteilen, sondern Lösungen anbieten. Ja. Und jetzt habe ich ja mit dir einen Experten, du bist baupolitischer Sprecher deiner Fraktion in Ludwigshafen. Ja. Jetzt habe ich mit meinen Gästen, die vor dir da waren, mehr über die soziale Gerechtigkeit gesprochen. Mit dir will ich mal drüber sprechen, wie es baupolitisch aussieht. Hochstraßenort, die ganzen Umsetzungen. Da hat die Jutta gesagt, also zuerst müsste mal der Bahnhof angebracht werden, bevor alles andere angebracht wird. Siehst du das auch so? Wie sind deine Erfahrungen? Was willst du zusammen mit der Jutta dann verbessern im baupolitischen Bereich in Ludwigshafen? Also das baupolitische Bereich ist ja sehr umfangreich. Ja, klar. Weil man kann nicht nur sehen, dass wenn man Häuser baut oder Stadt entwickelt, dass man nur an Straße, an Gebäude denkt, sondern es müssen ja viele parallele Dinge mitlaufen. Da zählt die Kultur dazu, da zählt das Grün dazu, denn wir wollen ja eine lebendige Stadt, wir wollen eine freundliche Stadt, wir wollen eine Stadt, wo sich die Bürger wohlfühlen. Ja. Insofern gehört es nicht nur der Hochbau, sondern alles, was ich eben besprochen habe, gehört mit dazu, dass man hier, sagen wir mal, vernünftige Stadtpolitik macht. In der Fraktion hatte ich ja schon viele Funktionen. Ich war schon medienpolitischer Sprecher. Damals bin ich auch mit so der Gründer vom Kabelpilotprojekt. Aus beruflichen Gründen damals schon. Da war ich schon engagiert.
Ich bin auch im Stadtrechtsausschuss und insofern kenne ich mit Baurecht dann auch die rechtlichen Dinge, das ist ganz wichtig, weil Baurecht hat ja auch mit rechtlichen Dingen zu tun und deshalb und bin im Stadtentwicklungsausschuss und bin halt in meiner Funktion als baupolitischer Sprecher auch Aufsichtsrat bei der GAG, bin Aufsichtsratsmitglied in der Rhein-Ufer-Süd-Entwicklung und bei der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Also das gehört ja alles zusammen. Und ich denke, das macht auch Sinn, weil hier gewisse Berührungspunkte da sind und dann kann man das alles besser entwickeln, als wenn man jetzt speziell nur in eine Richtung da denkt. Also es ist umfangreich, Baupolitik. Na, ich denke mir, der Bürger hat drei Hauptgesichtspunkte, wo er Wert drauf legt. Das ist einmal natürlich die soziale Gerechtigkeit, dann ist es die innere Sicherheit, auch nicht zu unterschätzen. Und dann ist es natürlich das große Feld Bauen, Wohnen, Mieten. Und die Mietpreise ist auch ein Problem, nicht nur in Ludwigshafen. Also wir sind ja als, wenn ich jetzt mal als städtische Wohnungsunternehmer sehe, was die GAG betrifft, aber ich ziehe da die BASF-Wohnungsunternehmen, Wohnen und Bauen mit ein, weil die versuchen die gleiche Richtung zu erzielen. Wir wollen für unsere Bürger schöne Wohnungen hier haben. Die Stadt als GAG ist auch ein gewisser Vorreiter, weil manches Projekt wird ein Private gar nicht angehen, aber die GAG hat ja eine Stadtpolitik-Entwicklungs- Interesse und insofern machen wir da auch mal ein Bauvorhaben so als Einstieg und dann sieht man immer, dass Nachbarn mitziehen, also das hat so einen gewissen Nachzieheffekt. Also, und was auch ganz wichtig ist, ich meine, da darf ich jetzt die meisten Parteien bei uns im Stadtrat mit einbeziehen, nicht wie in anderen Städten, dass wir städtische Wohnungsunternehmen verkaufen, die Leute dann hier Probleme haben, also irgendwelche Private hier die Wohnungen, die Häuser kaufen und dann werden die nichts mehr investiert und die Miete erhöht. Also wir wollen gucken, das ist der Teil bei Baupolitik, die Sozialpolitik. Wir brauchen Wohnungen, nur aber in vielen Segmenten. Also wir bauen nicht nur sozial gerechte Wohnungen, sondern wir müssen ja auch für den Mittelstand und für die gehobene Wohnlage sorgen. Und ich denke, was die GAG, aber auch andere Betreiber in der Vergangenheit und jetzt auch noch in der Zukunft und in der Gegenwart jetzt machen, dass wir hier Rhein-Ufer-Süd-Entwicklung in den Stadtteilen, überall wird sozialer Wohnungsbau und mittlerer Wohnungsbau getrieben. Und ich denke, das macht das Stadtbild rund, dass wir für alle Bevölkerungsgruppen Wohnraum anbieten können. Jetzt ist natürlich das Problem der Hochstraße Nord. Letztens habe ich einen Kollegen vom Südwestrundfunk gehört, ja, wenn die Hochstraße abgerissen wird, dann kostet es 2 Millionen jährlich zusätzliche Kosten für den Nahverkehr, der mehr eingesetzt werden muss. Stimmst du dem zu? Oder? Ja gut, das ist ja eigentlich, was wir vom Grund aus machen möchten, das betrifft ja auch alle Städte, wir versuchen ja, die Bevölkerung mehr auf den öffentlichen Nahverkehr zu bringen. Das hängt auch mit umweltpolitischen Problemen zusammen. Und da ist es schon auch wünschenswert, wenn mehr mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren, als wie die Stadt Verkehre verursachen und Gestank verursachen. Insofern ist es schon auch unsere Zielrichtung, dass wir hier mehr in der ÖPNV investieren, was jetzt investiert wird, weil wir müssen ja, wenn die Hochstraße abgerissen wird, das sind ja schon starke Eingriffe in die Verkehre, nicht nur für Ludwigshafen, sondern auch für Mannheim oder in der Region überhaupt. Und da müssen wir jetzt schon uns Gedanken machen, wie können wir die Leute, die dann irgendwann die Nase voll haben, jeden Morgen stundenlang im Stau zu stehen, wie wir die in den öffentlichen Nahverkehr bringen. Deswegen machen wir uns jetzt im Stadtrat und auch bei den Verkehrsbetrieben Gedanken, wie wir ein Angebot machen können, wie die Menschen dann zum ÖPNV kommen. Und das kostet natürlich dann einmal Geld, und, aber das ist notwendig. Ne? Und wir wollen das jetzt im Zuge auch des Hochstraßenabrisses besser, bessere und schönere Nahverkehr uns hier in Ludwigshafen einführen, wie das halt noch bisher der Fall ist. Die Bauzeit, habe ich gehört, soll ca. 8 Jahre betragen. Die Bauzeit, das ist eine lange Geschichte. Erstens mal muss die Straße abgerissen werden.
dann aufbaue. Und das dauert halt seine Zeit, es geht nicht auf jetzt auf nachher. Das ist halt notwendig von der Masse her, was ja. Das alles baulich bewegt werden muss. Jetzt habe ich gehört, ich habe erst gedacht, das ist ein Witz. Es war einmal ein Vorschlag, dass man eine Seilbahn bauen will. Ja. Von Ludwigshafen nach Mannheim. Ja. Und dann praktisch die Arbeitnehmer der Seilbahn in den anderen Stadtteil fahren können. Ja. Ist das immer noch ein Thema? Nee, also wir haben oder das Spaß. Ja, als Spaß will ich es jetzt gar nicht bezeichnen, sondern es gibt ja Städte, wo sowas funktioniert, ja. Ob das in der Schweiz ist oder teilweise auch bei uns in der Bundesrepublik. Das waren halt mal mit Ideen, um wie man Personen irgendwie an ihren Arbeitsplatz bringen kann oder sonst wohin, wo sie hinfahren möchten. Und ich bin ja auch Mitglied in der Metropolregion, in der Verbandsversammlung, dort im Planungsausschuss. Da war das einmal Thema. Ich habe auch dort dazu in der Verbandsversammlung für unsere Fraktion darüber gesprochen. Ja. Ich meine, wir wollen keine Denkmodelle verbieten, sondern man muss darüber diskutieren. Aber es muss es dann letztendlich auch funktionieren. Weil, wo ich das gelesen habe, habe ich auch einmal gedacht, erst, naja, wir sind doch eigentlich eine Großstadt, eine Chemiestadt. Sowas kennt man doch mehr von touristischen Städten her. Ach so, ja. Da gibt es sowas da, ne? Aber das hat eine andere Funktion. Und wenn sowas kommen wird, oder im Moment wird ja da noch einmal in bestimmten Gremien diskutiert, ich gebe dem Projekt keine große Chance, weil man muss ja auch die Andienungen bringen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt gerade über den Rhein fährt oder über irgendwo absteigt, sondern man muss ja dann einen zentralen Punkt haben, wo die Leute hinfahren, wo sie dann umsteigen und irgendwo muss auch wieder ein attraktives Ende da sein. Das muss ich auch rechnen und muss es auch ins Programm passen und muss sinnvoll sein. Da habe ich im Moment noch meine Bedenken. Ja. Na gut, ich habe das gehört. An sich ist es eine interessante Idee, ja, aber die Kosten wären auch ziemlich hoch. Die Kosten sind ja gut. ÖPNV ist eine teure Angelegenheit. Ne? Das ist egal, ob es Straßenbahnen sind oder ob es Busse sind. Ich meine, das Problem haben wir ja, wir müssen ja wieder eine ganze Menge Straßenbahnen anschaffen. Ne? Die halten ja auch nicht ewig und das sind ja teure Projekte immer, was man da investieren muss. Insofern ist ÖPNV immer eine teure Angelegenheit für den Betreiber. Jetzt habe ich von einigen Bürgern schon gehört, wie kann man denn eine Hochstraße abreißen, ohne vorher eine Ersatzstraße gebaut zu haben? Was sagst du denn dazu? Ja gut, wir haben ja Ersatzmöglichkeiten. Ne? Wir haben ja die Hochstraße Süd, die bleibt ja in der Funktion. Wir sind ja jetzt bei der ganzen Geschichte, um das reibungslos über die Bühne zu kriegen, wird ja in der ganzen Metropolregion werden ja Umleitungsstrecken ausgearbeitet und wir müssen dann natürlich auch sehen, dass dann das Problem haben wir in den nördlichen Stadtteilen durch die BASF, wo ja viele Mitarbeiter beschäftigt sind und die morgen zu ihrem Arbeitsplatz kommen müssen. Und da gibt es auch schon Überlegungen, ich bin da auch selbst als Ortsvorsteher der nördlichen Stadtteile sehr eng mit der BASF im Gespräch, weil wir müssen die Autofahrer, die man nicht zum ÖPNV überzeugen können zu fahren, müssen ja dann über den Norden in die Stadt reinkommen. Mhm. Die BASF hat auch ausreichend Parkplätze dort und versuchen dann von den Parkplätzen die Mitarbeiter ins Werk zu fahren. Ne? Und das ist halt, wir rüsten im Moment auf mit der BASF. Was die Parkplätze, dass wenn die Hochstraße abgerissen ist, dass wir dann diese Plätze zur Verfügung haben, um dann halt auch die BASF-Mitarbeiter da reinzubringen. Und dann muss man auch sehen, 2018, Spätjahr 18 wird auch die S-Bahn-Anbindung kommen. Ach so, ja. Und die BASF-Mitarbeiter können dann mit einer im Stundentakt direkt ins Werk reinfahren. Ach so. Das heißt also, Lösungsmöglichkeiten sind eigentlich da. Lösungsmöglichkeiten sind viele da. Das Problem ist natürlich wie in vielen die Finanzierung. Ne? Und da müssen wir halt noch darüber uns unterhalten. Das ist ja überhaupt das ganze Thema noch, die Finanzierung. Im Moment gibt es ja auch keine konkrete Zusage. Ja. Ist natürlich auch richtig, weil niemand im Bund und im Land kann einfach sagen, ja, wir geben jetzt mal ein paar Millionen für das Projekt, sondern wir müssen ja irgendwas vorlegen und sagen, das und das haben wir vor. Da muss ein vernünftiges Konzept, das wird jetzt bis im Sommer, denke ich mal, alles jetzt auf die Reihe gebracht, was da alles im Vorfeld noch zu erledigen ist.
Und dann wird Bund und Land wird dann erklären, was sie uns hier bezuschussen. Und wir rechnen ja, je höher der Zuschuss, desto lieber ist es. Weil wir können 280 Millionen Euro über unseren Haushalt finanzieren. Das ist unmöglich. Ohne Zuschüsse kann das nicht funktionieren. Aber ich habe mir persönlich gedacht, wie ich jetzt gehört habe im Radio, ist alles gut und schön. Öffentliche Nahverkehr, mehr Busse, mehr Einsatz von irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln, aber die müssen ja auch irgendwo fahren, oder? Ich meine, wenn die Straße abgewisselt wird, kommt der Stau, ist ja bei öffentlichen Verkehrsmitteln genauso wie wenn du mit dem Privatauto fährst. Das sehe ich jetzt falsch. Ja, nee, die Verbindungen sind ja da, ne? Schienenverbindungen sind da, die sind auch weitgehend Freikalter vom Individualverkehr, weil sie einen eigenen Gleiskörper haben, da haben wir dann die Probleme nicht so. Und dann haben wir ja aus alle Stadtteile, haben wir ja dann auch oder fast alle Stadtteile direkte Busverbindungen. Und deswegen wollen wir ja auch versuchen, die Mitarbeiter, dass die jetzt nicht, wenn sie von Bereich Dürkheim kommen oder was weiß ich, von Schieferstadt, dass die dann durch Maldach durchfahren und so, sondern wir wollen sie dann irgendwo entweder großräumig umlenken, so. Was ich angesprochen habe, wenn ein BASF-Mitarbeiter, ja, der von Dürkheim kommt, der kann ja dann über die Autobahnverbindungen in den Nadel kommen und dann, dass das natürlich Einschränkungen gibt. Da sind wir uns alle drüber klar. Also ohne Probleme ist gebauliche Sache. Über Nacht können wir das nicht hinbringen. Das dauert eine gewisse Zeit. Deswegen sind wir sehr intensiv dran, diese Vorkehrungen zu treffen. Und dann muss man halt auch sehen, ich meine, es ist ja die Hauptverkehrszeit, das ist ja das Problem. Und wenn man sich mal vom Rathaus oben mal in Richtung Hochstraße schaut, da ist morgens ist da was los, ne? Sagen wir von halb sieben bis so um acht, halb neun. Und dann ist ruhig. Dann fahren auf der Hochstraße weniger Autos, wie zum Beispiel in der Drumstraße. Ne? Aber da sieht man mal wieder, wie der Bürger denkt. Der Bürger denkt sich, ja gut, die Probleme werden angepackt. Aber wie kann es gelöst werden? Das heißt also, die Politik will es lösen, indem sie den Verkehr praktisch umleitet. Ja. Und das kommt zum Beispiel im Radio gar nicht raus. Die sagen nur, es bleibt wie es ist, wird abgerissen. Ja. Und das sagt natürlich der Bürger, da ist ja noch schlimmer wie vorher. Und das ist das Problem der Politik. Du hast es jetzt wunderbar erklärt. In der Übergangszeit, das ist ohne Zweifel, da gibt es halt immer ein Problem. Ja, schon, aber wir haben ja, ich denke, die Bevölkerung ist ja sehr, sehr intensiv informiert worden. Weil zum Beispiel wir ja diese ganze Foren gemacht haben im Pfalzbau. Die Bürger sind mitgenommen worden zu jedem Thema. Ob die Straße überhaupt, ich meine, das war ja zur Diskussion, bleibt die Hochstraße wie sie ist in der Form oder machen wir eine Stadtstraße. Und da haben ja die Mehrheit der Bürger, die also zumindest mal die am Entscheidungsprozess mit teilgenommen haben, war ja überwiegend, wir machen diese Stadtstraße, hat natürlich gewisse Vorteile, was städtebaulich zu sehen ist, weil jetzt an der Hochstraße kann man nichts entwickeln. Und wenn diese Stadtstraße ist und dann hat man wieder städtebaulich möglich, links und rechts dieser Straße eine bauliche Entwicklung hinzubekommen. Also, liebe Fernsehzuschauer, am 24. September wird es alles so gemacht, wie der Udo es hervorragend erklärt hat, mit der neuen Oberbürgermeisterin, der Jutta Steinbruch. Mit der SPD wird es umgesetzt und ich bedanke mich, Udo, dass du uns noch das erklärt hast, wie so die Hintergründe sind, nicht nur die Schlagwörter, denn die Politik, wie man hier an diesem Flyer sieht, lebt nicht von Schlagwörtern, die 16 Jahre nicht umgesetzt worden sind, sondern lebt von Lösungen. Und die hast du uns im Falle des baupolitischen Konzepts der SPD wunderbar erklärt, Udo. Ich bedanke mich bei dir, dass du da warst, ich wünsche dir eine gute Zeit. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich wieder, wenn die Mutter Obermürgemeister ist. Ja, da freue ich mich drauf und dann können wir gemeinsam feiern. Können wir gemeinsam feiern. Ja. Vielen Dank für deinen Besuch, es war mir eine Ehre. Wir winken nochmal. Tschüss, liebe Zuschauer. Tschüss.